It's now been a whole year since I've seen my family. After the accident, I was in hospital for a very long time. However, there was none nearby, so I had to be placed in one in the next town. Unfortunately, I can't remember the accident either, and I only know that I drove off the road in a car. And because of this accident, I developed a behavioural disorder. More precisely, a post-traumatic stress disorder, which made me imagine things and caused me to behave uncontrollably. So I was transferred from the hospital directly to the nearest clinic for mentally disturbed people. No visitors were allowed there. Not even my own family. It took me almost the whole year to deal with the behavioural disorder, and even now, it isn't normal. So I'll probably have to live with it until further notice. They didn't want to talk to me about the exact causes and said that such disorders can often occur in such accidents. Anyway, the day after tomorrow is my little sister Sam's birthday. She'll be 16. So I thought that on the day of my release, I would meet Sam directly and we would go to our parents' house to celebrate her birthday. She called me right after my release and said that she'd found a park nearby where we can meet. It's already quite late, so I have to hurry. Ja, und damit ein recht herzlich willkommen hier zurück bei uns auf unserem Kanal. From Sam, perhaps? What? Wir haben eine Nachricht bekommen. Wir spielen ein neues Spiel, und zwar, das Spiel nennt sich Psych. Das ganze Ding habe ich heute mal rausgesucht und ich bin heute auch der Spielende. Dennoch habe ich natürlich, wie immer dabei, den Steve. Bonjour, ihr Lieben da draußen. Sehr schön. So, wir kennen, das ist auch einfach nur eine Demo, wir kennen von dem Spiel eigentlich gar nichts. Also, außer die Story, die wir gerade gehört haben, dass wir anscheinend einen Unfall hatten, einen posttraumatischen Trauma erlebt haben und dann in eine geschlossene Anstalt eingeliefert wurden, wo uns keiner besuchen darf. Warum auch immer. Richtig. Und heute ist der Tag unserer Entlassung, ne? Und gleichzeitig der 16. Geburtstag unserer kleinen Schwester Sam. Und wir treffen uns hier quasi in einem Park mit ihr. Was ja schon mal ziemlich suspekt ist, wie ich finde. Also hier feiert man noch nicht Geburtstag irgendwie, finde ich persönlich. Aber nee. Ich bin auch kein 16-jähriges Mädchen, was weiß ich schon. Aber ja, hier merkt man auch wieder ganz deutlich, du wirst es bestimmt auch gehört haben, oder ihr auch, es ist wieder von einem, ein Telefon, ein Smartphone, ein halbes Tablet in unserer Hand, wunderbar. Es ist von Engländern synchronisiert worden und das macht dann immer ganz besonders Spaß mit ihrem Okay, Benny, let's do it. Ja, wir haben eine Nachricht bekommen, ich weiß nur nicht, ich habe jetzt mit irgendeiner, okay, mit F... Ach, guck mal, mit der Flashlight haben wir übers Handy. Ah, ist ja, ne, die Zeiten, wo man eine Taschenlampe findet, ist vorbei. Na, jetzt macht man einfach bloß ein altes Handy. Ja, wie komme ich jetzt zu den Nachrichten? Ja, da haben wir hier schöne Nachrichten von Samantha, unserer Schwester. Gonna be there soon. Great. Ah, can't wait. Alex. Hey Alex, I'm waiting at the phone booth near the pond. Was auch immer the pond is. Just get left when you come from the entrance. Okay, Phone Booth ist ja, Telefonzelle. Hm? Telefonzelle, genau, danke. Die gibt's da wohl noch, ja. Die gibt's anscheinend hier auch noch irgendwo. Ja, wir sind ja hier gestartet bei den Mülltonnen. Richtig. Mich würde mal interessieren, Leute da draußen, wann habt ihr zum letzten Mal eine Telefonzelle gesehen? Und auch benutzt? Haut's mal in die Kommentare. Und vor allen Dingen, seit wann sind Telefonzellen ausgeschildert? Sie sind ausgeschildert. Oh, und da ist der Pond. Der Pond? James Pond. Und Construction Site. Aber wir sollen ja Richtung Phone Booth. Genau, richtig. Left Side, unser Entrance. Mach doch mal dein Dings an. Dein Flashlight am Telefon. Nee, kannst du nicht. Also, du kannst das Telefon rausholen. Aber dann wart. Weil mit R kommst du noch in die Messages, aber... Lock das mal, weil ich glaube, dann dürfte deine Taschen... Naja, gut, das bringt halt auch einen Scheiß. Die Vögel, ey. Warte mal. Ja. Kann man denn nicht irgendwie sagen, du machst jetzt einfach bloß die Taschenlampe an? Oh, was ist denn da oben? Sinister, rot, leuchtend. What is it? Vor allen Dingen, hörst du das? Ja, das ist die Telefonzelle. Hallo.
Ist die Telefonzelle da vorne. Is the ringing coming from the phone booth? Ja? Dann gehen wir doch mal hin und sagen, hallo? Was ist mit dir los? What is this pain? Migräne. Aber er hat auch so eine weiche Stimme, wa? Irgendwie. This pain. Ah, guck mal hier, gibt's hier Safety Course. Ah, schön. So, was steht denn auf dem Zettel drauf? I have your sister. Sam? Hier, hat jemand geschrien. Okay, hier haben wir ein Zettelchen. I have your sister. Come to the other side of the pond. Take a seat and let's talk a bit. Ja. Okay, alles klar. Unsere Schwester wurde quasi entführt. Und der Entführer möchte jetzt, dass wir auf die andere Seite vom Pond kommen. Okay. Auch ich muss leider passen, ich kann dir nicht sagen, was Pond heißt. Also hier ist ja auch nochmal Pond. Ja, guck mal, hier ist auch nochmal Pond. Was? Na, dann gehen wir doch mal hier lang. Genau. Vielleicht ist er Teil der Ponderosa. So, und jetzt soll ich mich hier irgendwo hinsetzen? Was? Also die Atmosphäre, muss ich schon mal sagen, die ist awesome. Also ich erschrecke mich bei jedem kleinen Ding, sei es die Eule oder die Vögel, die hier lang gezwitschert sind. Aber es ist... Getwittert sind. Ja, hast du mal zum Wasser geguckt? Das sieht auch echt geil aus. Sieht wirklich krass aus, ja. Schön aus. Und vor allem die Motten, die um die Laterne geflogen sind. Hast du das gesehen? Ja. Cooles kleines Gimmick, ne? Also es sieht schon wirklich echt nice aus, das Spiel. Also ich muss auch sagen, allgemein grafisch finde ich das jetzt auch eigentlich ganz geil. Ja. Nur, kommen wir hier nicht zu dem Punkt, wo wir uns hinsetzen können? Also, ich meine, hier ist ja auch der Pond. Oder, warte mal, wir müssen nochmal auf den Zettel genau gucken. My legs suddenly hurt so much. Ja, ist ja gut. Oh, seine Beine tun ihm weh, er muss sich hinsetzen, der Kleine. Come to the other side of... Achso, die andere Seite, okay. Also, wenn da der Pond ist, dann muss ich... Ja, als ob ich jetzt durch den Wald gehe. Ja, du musst quasi wieder zurück, ne? Da, wo der... Ne, wo das Schild war. Na, dann gehe ich ja erstmal... Dann machen wir einen Spaziergang. Oh, gehen wir einfach mal zurück. Sprinten kann ich nicht. Also, ich hab's schon probiert. Passt ja auch, wenn die Beine wehtun. Da machen wir erstmal einen kleinen Spaziergang. Also ich frage mich nur erstmal, warum möchte man denn bitte sich in so einem butze dunklen Park treffen? Also. Ja, Da fehlt es mir irgendwie an Verständnis. Oh, da ein Zettel, ein weiterer Zettel. Ein weiterer Zettel mit einem Kreuz? Oh, das liegt so ja nicht. Oh ja doch. Eieieiei. Warum? Ein Kreuz? Wer wurde da vergraben? Ach du Scheiße. I'm a murderer, Emily. I'm a goddamn murderer. I'm so fucking sorry. I didn't mean it. I really didn't mean it. Please, believe me. I was so pissed. Then you keep this from me and when I came to you, you were all ready. My God, Emily, I'm so fucking sorry. I know I can't I can never make it up to you. But I promise I will take care of Jack with all my strength. And I'm such a bad father. Such a goddamn bad father. Now Jack will have to grow up without a mother, and it's all because of me. I wish, even thought I know, it won't happen. That we will see each other again in the next life. I hope you're well in heaven. Your husband, Paul. Ja. Da kommen viele Fragen auf irgendwie. Hier wurde anscheinend irgendwo in einem öffentlichen Park wurde anscheinend eine Frau begraben. What? No. I don't want anything to do with this. God damn it, no. Was war das? Ich hab's auch nicht gerafft. Ja, irgendwas hat gerade was gesagt, aber ich hab's nicht gehört. Okay. Also, kam bei mir jetzt recht leise an, muss ich sagen. Okay, soll ich für dich nochmal lauter machen? Warte, du, gar kein Problem. Nö, dann machen wir doch mal auch für die Zuschauer hier Audio, Sound Volume. Naja, machen wir doch mal ein bisschen lauter für manche Leute. Also es reagiert doch sehr sensibel in der Einstellung, ne? Ja, das ist schon sehr laut wieder. Noch geht's irgendwie. Also bei mir ist es sehr angenehm. Ich weiß nicht, wie du das jetzt bei dir im Monitoring hast. Oh, da vorne steht eine Kerze. Da vorne steht eine Kerze und wir haben noch einen Zettel auf dem Tisch. Links. Nein. Ja, das ist. Ich gehe erstmal Schach spielen. Ja, genau. Ist okay. Muss also komm, wir setzen uns hin und. Achso, ist nur eine Zeitung. Okay, gut, dann.
So, jetzt liest du. Missing person? Disclosure. Okay. Ach du. Oh, das, okay. Das ist die Frau, ne? Die ist da. Also die. Die ermordet wurde. Die war jetzt gerade, wo hier Paul, der Ehemann, der gestanden hat. Jo, ich war's. Richtig. Krass. Okay, das ist anscheinend der Report dazu zu Emily, genau. Her husband Paul and her son Jack in the park near the clinic mentally disturbed people. Okay, also in der Nähe von der Heilanstalt. Hm. Wurden auf jeden Fall Zeugen. Okay, das ist ja toll. Nee, ich lese jetzt nicht alles vor. Das können sich die Leute. Und die Telefonnummer, da ist aus Hamburg. Stimmt. Das ist vom Hamburger Fischmarkt, hör mal. Als ob ich mich jetzt hier take a seat, als ob ich mich hier hinsetze, wenn da so ein Smiley ist. Also, nee. Take a seat. Wollen wir, ja, komm, oder wollen wir? Setz dich erstmal hin. Vorhin hat ja deine Gurke an die Zunge, ist alles sonst. Gurkenrick. Was passiert? Gurkenrick. So, take a seat. Haben wir gemacht. So. Hello? Who's there? Hast du das Knacken jetzt auch gehört? Ja, hab ich. Wahrscheinlich greift irgendjemand jetzt so von hinten wie Phasmophobia-mäßig bei uns um den Kopf. What the hell is this? What's going on here? Was that just a joke from Sam? If so, this is anything but funny, Sam. Ich krieg richtig Gänsehaut gerade. Ja, schon creepy gemacht. I'm hallo? Losing patience. I'm getting up, Sam. If you turn around, I'll pull the trigger. Are we quiet now? Good boy. Okay. Listen to me carefully. Yeah. Your sweet little sister, Sam, has stolen something that doesn't belong to her. Something of immeasurable value. Oh, we took her to a safe place. She says she hid it. Here, in the park. And wrote a puzzle for it. What? What kind of puzzle? What are you talking about? The puzzle is... What? War das jetzt Frank? Der Mörder? Nee, Paul. Paul. My head. Where am I? Sohn, ne? Oh. He woke up just in time. You have exactly 15 minutes before the drug takes effect. A drug? Why did you do that? What is going on here? Well, I gave you a drug that was supposed to kill you after 1 hour. You've been out now for exactly 42 minutes. Oh, it takes 3 minutes for the drugs to take effect, so you have 15 minutes left before you start to feel the side effects. What the fuck did you do that for? You fucking... Now. You still have a chance to save yourself and your thieving little sister. I've hidden an antidote in a box, sealed with a code. Your first clue to the code is by the phone box. Good luck. Fucking hell. This can't be happening. Der Telefonzelle oder was? Ja, der Phonebox, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt die Phone Booze meinen damit. Ich würde es erstmal probieren, weil wir haben eigentlich keinen anderen Anhaltspunkt gerade. Also, vor allem, warum haben wir. Ich verstehe jetzt nicht, warum wir hier nur 15 Minuten haben. Also, wir wohnen vergiftet. Ja. Und das wirkt sehr schnell irgendwie, dieses Gift. Und die ersten Nebeneffekte werden in 15 Minuten einsetzen, hat er gesagt. Ja. Und in 42 Minuten sind wir, glaube ich, tot, hat er, glaube ich. Ne? Also, Klassiker, ernsthaft? Klassiker. So, hier soll so, irgendwie ein Code sein, eine Box sein. Ah, da. Call me. If you add up the first two digits of the American emergency call, what did you get? But if you add... Achso, okay, 911, also, ja, haha. The first two digits, also 9 und 1. Ja. 9 und 1. Hey, so, warum ist die rot? Call me. Ja. Was war das? Und jetzt? Tja. Achso, ich muss ja hier. Kann ich einen Coin einwerfen? Nee. Card? Emergency Call?
Kann ich nochmal eine 1 wählen? Wo werden jetzt mal die Cops? Ja. Da jetzt sehen die. The number you have reached has been changed. Bitte was? Das ist ja auch geil, Alter. Das ist ja Hammer. Achso, warte mal. Was wäre denn, wenn du jetzt. Also hast du jetzt gerade 101 gedrückt? Nee. Mach mal. Kann ich auch noch machen. 101. Wie kommst du jetzt auf 101? Ja, weil ja quasi die ersten beiden Zahlen addieren und dann. These are the first three of four digits to the code. Hurry up. Hurry up. Also, dann schreibt ihr mal auf 101. Geile Idee. Wow! Was war das denn? Alter, da drehst du dich um und dann ist hier. The entrance, der Eingang. Nee, ist klar. Macht. Ja. The entrance. Now hurry up. Ja. Wohin denn? Einfach jetzt hier geradeaus durch, oder was? Zieh mal durch, ja. Okay, dann gehen wir hier weiter. Weil. Bin wir cool. Im Wald. Rätsel unter Drogen gesetzt werden. Genau unser Style. Was läuft da? Hast du den gesehen, den Schatten? Ja, ja. Kann ich hier irgendwie runtercrouchen? Nee, das ist wahrscheinlich halt. Okay, also. Der Spielwelt. Den müssen wir in die. Den müssen wir wahrscheinlich nach da. Ich find's auch krass, muss man auf die Lampen achten, die gehen immer so, umso näher du kommst, umso mehr wird dann der Lichtkegel auch wirklich. Mhm. Aber hier. Ach, Mann, Head! Mach die Augen auf. Mach doch die Augen auf. Okay, hier kann ich auch nicht hin. Kannst du ins Wasser laufen? Jetzt auch nochmal. Nee, kann ich nicht. Da ist Ende im Gelände. Aber Entrance. Oder zeigt die irgendwo hin? Achso, niemand zum Eingang. Niemand zum Eingang vom Park. Okay. Also ich hab schon ein bisschen Angst, ne? Also ist nicht ganz so easy gerade für mich. Ja, schön, dass du lachst. Du bist doch Outlast gestählt, Benny. Ja, ist zum Glück schon eine Weile her mit Outlast, aber ja. Ich hab jetzt, hier kommt doch gleich irgendwas aus dem Gebüsch. Fuck you! Ja. Ist auch gar nicht laut. Da ist ein Zettel. Kannst du aufhören? Danke. The human being is The human being is infinite in its value. Klar. Wenn ich jetzt. Ach du Scheiße. So, drei Ziffern haben wir ja schon, oder? Mit 101. 101? Welche brauchen wir denn? 4. Oder? Hat er gesagt? 4. Ich meine, wir können. Ja, kann ich hier raus? Hallo? Was war das? Schau dir mal das Auto an. Nummernschild oder irgendwas so was. 4681. Oh, können wir ja auch mal probieren. 4681. Nope. Ist hier noch irgendwas, was wir übersehen? Kann ich hier hinten noch lang? Scheiße, ich kann hier hinten auch noch lang. Oh, will ich das? Also, eigentlich nein, aber. Wir machen es mal mit. Mal gucken, wo wir hier landen. Und ich bin auch gar nicht nervös. Weil dann fange ich mal an, die Scheiße zu reden. Hauptsache, ich rede. Ja, Hauptsache, ich höre meine eigene Stimme. Das ist ganz. Also, jeder hat ja so seine Beruhigungsmethoden. Manche fangen an zu summen, mache ich auch gerne. Oder zu singen. Das tue ich euch nicht an. Aber, ich bin dann jemand, der einfach nur redet, damit man irgendwas hört.
und ich mich damit versuche zu beruhigen. Auch wenn es super langsam und stotternd und keine Ahnung was ist, ist mir egal. Mann, ist ja gut. Ich meine, ist jetzt irgendwie der Typ bei uns oder knallen jetzt die Drogen? Also, es wäre doch eine Frage, oder? Aber wie? Also. Ja, du kannst jetzt natürlich halt einfach mal ernsthaft klar, auf Dusel mal durchprobieren, irgendwie. Try and Error können wir natürlich machen, ja klar. Also, bei 10 Ziffern finde ich das jetzt nicht so schlimm. So, 1. Nö. Was ist deine Lieblingszahl? Meine ist ja eigentlich 6. Okay, war schon mal falsch. Was ist deine? Keine Ahnung, ich habe keine Lieblingszahl. 7. Okay. Ich glaube auch nicht, dass die 101 da vorne mit... Oh, doch, schau mal an. Doch, er hat gesagt, die ersten 3 Ziffern. Oh, der Antidote. Ja, der Antidote. Okay. Warte mal kurz. Sam. Schau mir mal bitte den Zettel an. I have to find Sam. Ja, warte. Also er will Sam finden. Ja, okay. Die Anzahl der Worte sind 8. Also ist jetzt ein bisschen, also wenn das jetzt der Tipp sein sollte, ist der jetzt ein bisschen weit hergeholt, möchte ich sagen. Also wie man da jetzt so auf 8 kommen soll, ja, sehr kreative Menschen werden das können. Wir nicht. Siehst du da hinten in der Weite das Licht flackern? Nicht so wirklich. Okay, dann sehe nur ich das. Liebe Zuschauer, dann seht ihr das eventuell auch noch nicht, aber dafür jetzt. Ach, da. Was ist hier los? Das ist die Spinne. Ja, das sind meine eigenen Fußschritte, vor denen ich mich gerade erschrocken habe. Das ist geil. Ja, klar. Folgen wir doch einfach mal den flackernden Lichtern. Genau, den Strobolicht. Das ist doch... Das mache ich... Also abends, wenn ich in den Park gehe, ist genau mein Ding. Das sieht doch schon ein bisschen da aus wie Beelitz Heilstätten. Da, what's happening? Ja, erschreck mich nicht, wenn du mit dir selber redest. Mann. Are you looking for me, Alex? Was? What? Ich habe einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen, glaube ich. Von Sam? Sie hat uns gerade angesprochen. Suchst du nach mir, Alex? War das jetzt einfach nur... Ja, geil, okay. Thanking for playing. Okay, man muss dazu sagen, es ist wirklich nur eine Demo. Aber sie ist... Ich finde sie gut. Ich finde sie geil gemacht. Ich freue mich auch auf das finale Game. Gebe ich ehrlich zu. Also es hat mich jetzt so ein bisschen... Ich würde jetzt gerne wissen, wie es weitergeht. Ne? Also... Aber... Ja, war kurz, knapp und knackig. Und hat mir auf jeden Fall gut Gänsehaut gegeben als Spielender. Wie war es für dich, Stevie? Ja, fand es jetzt tatsächlich ja nicht so krass wie du jetzt. Aber gut, ich war jetzt auch nicht der Spieler, ne? Keine Angst, es wird sich bald ändern. Demo, finde ich persönlich, hat es mich jetzt nicht gecatcht irgendwie. Also ich hätte jetzt nicht Bock, danach zu sagen, also weder muss ich jetzt sofort wissen, wie die Story weitergeht, weil das war mir jetzt halt, ja, weiß ich nicht, irgendwie. Also mich hat es nicht ganz so abgeholt irgendwie. Man muss aber sagen, irgendwie Grafik ist Hammer, die Atmos ist geil irgendwie, die Soundkulisse ist auch sehr cool. Aber ich weiß auch nicht, vielleicht, also mich hat es einfach jetzt nicht so abgeholt. Interessant. Ja. Hatten wir also, auch selten, aber, dass wir quasi nicht, in dem Sinne nicht gleicher Meinung sind. Aber... Ist ja nicht schlimm. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Lasst ein Like da, lasst einen Comment da und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, natürlich auch gerne ein Abo dalassen. Und ansonsten sagen wir jetzt erstmal reingehauen, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.